Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen wunderschönen guten Nachmittag hier zum JFD-Deviseradar-Webinar. Ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Kleber und ich bin hier erstmal vorab vertretungsweise für den Chris Kämmerer für euch da. Der ist gerade noch in einem Gespräch und wird höchstwahrscheinlich um 15.30 Uhr gegen 15.30 Uhr dann hier auch noch zu uns stoßen. Und dann werde ich mit ihm gemeinsam hier natürlich für euch auf die Märkte schauen, die Märkte analysieren. Und es kommen hier schon die ersten Anfragen rein und ihr seid natürlich dazu aufgerufen, hier in den Fragen dann euch auch eure Wunschmärkte reinzuschreiben, die wir uns zusammen angucken. Ich habe jetzt hier für mich persönlich mal auf dem Zettel, wo wir raufschauen, natürlich auf den Euro, US-Dollar, US-Dollar, japanischer Yen, aufs Gold wollen wir schauen, britischen Pfund zum US-Dollar und den Euro zum britischen Pfund. Das sind so die Märkte, die ich jetzt erstmal von meiner Seite auf dem Schirm habe, wo ich mal kurz drüber sprechen möchte, auch über ein Setup oder diverse Setups, die ich dann auch schon in der Vergangenheit dann immer mal für den Swing-Trading-Bereich formuliert habe, um hier dann drauf zu schauen, was ist da bis jetzt draus geworden? Hat man eventuell Möglichkeiten, hier seine Stops oder auch Gewinnmitnahmen gewissermaßen anzupassen und so weiter? Also von daher hier, ich sehe schon, da kommen diverse Fragen rein und wir schauen uns das Ganze natürlich in geordneter Reihenfolge an. Ich möchte mit dem Euro-US-Dollar beginnen. Vorab natürlich die Frage, bin ich zu hören? Ist mein Bildschirm zu sehen? Ist meine Maus hier zu sehen, die sich bewegt? Normalerweise sollte das jetzt hier alles passen. Einfach mal kurz hier in dem Fragefenster einfach mal ein Ja reingeben, dass ich dann eben zu hören und zu sehen bin. Das wäre jetzt natürlich erstmal wichtig zu wissen. Okay, perfekt. Hallo. Also es ist zu hören und dann auch zu sehen, das ist erstmal schon mal perfekt. Und wir schauen uns den Euro-US-Dollar an. Also ich bin hier auf dem Wochenchart vom Euro-US-Dollar und habe nochmal alles, was an Unterstützungen, an Widerständen ist, hier aus dem Chart genommen, um eben die Analyse nochmal hier für den Euro-US-Dollar von vorne zu starten. Weil es ist aktuell wirklich der Euro-US-Dollar in einem sehr, sehr wichtigen Bereich und die Frage ist, schafft er es hier wirklich nachhaltig nach oben durchzustoßen? Wir gucken mal, ich zeichne mal hier einen sehr, sehr wichtigen Bereich ein. Und zwar, wir sehen hier im Wochenchart wohlgemerkt, wir haben hier hinten die Jahre 2006, 2007, 2008, 10, 11, ja, also wirklich einen riesengroßen Zeitraum. Aber auf diesem riesengroßen Zeitraum befinden sich diverse Tiefs, wo der Markt in der Vergangenheit von unten gegengelaufen ist, die dann getestet worden sind. Zum einen dieses Tief, zum einen dieses Tief. Und jetzt kommen hier so einige Tiefs aus der Vergangenheit, die jetzt hier der Markt überschreiten muss, wo er gegenläuft und beziehungsweise hier, wo er drüber steigen muss. Und das will ich hier mal mit einem Bereich einzeichnen. Und ihr seht, da kommen so diverse Tiefs, die wir hier erwischen, die der Markt jetzt hier in diesem Bereich, wo wir uns gerade befinden, übersteigen muss. Und die Mitte hiervon oder der Bereich 1,2660 habe ich hier in den letzten Webinaren dann auch immer als einen wichtigen Punkt markiert, dass der Markt es wirklich schafft, hier von unten, wo er gegenläuft, gegen diese Bereiche dann hier wirklich nach oben durchzulaufen. Ich bin der Meinung, dass der Markt es sehr, sehr schwer haben wird, dass es in meinen Augen durchaus denkbar ist, dass der Euro-US-Dollar hier erstmal nochmal ein Stück weiter nach unten Luft holt, um dann gegebenenfalls hier die Kraft zu finden, um eventuell weiter nach oben durchzustarten. Also das ist nach wie vor jetzt auf sehr, sehr großer, grober Sicht und das ist selbst für einen Swing-Trade, der da vielleicht ein paar Tage oder auch ein paar Wochen laufen sollte, natürlich ein sehr, sehr großes Bild, aber wichtig ist hier zu wissen und das sollte man im Hinterkopf haben, dass dieser doch sehr, sehr markante Widerstandsbereich hier im Raum steht. Hinzu kommt, ich bin nicht der Freund von großen Trendlinien, aber man sieht hier auch aus der Vergangenheit kommend, doch relativ sauber eine Trendlinie, die sich aus diesen ganzen Hochs hier der Vergangenheit mehr oder weniger ergibt. Und auch diese Trendlinie kommt dann nochmal hier in diesem Bereich hinzu, was auch nochmal ein Punkt dafür sein kann, dass der Euro-US-Dollar es schwer hat, hier nachhaltig nach oben durchzubrechen und eine Konsolidierung hier gegebenenfalls in dieses Ausbruch, in dieses letzte Ausbruchsniveau, dieses letzten Hochs hier unten, kann ich auch nochmal einzeichnen, ja, dass der Markt es eben durchaus erstmal schafft und das wäre jetzt für den Kernaufwärtstrend ja kein Hindernis. Der Kernaufwärtstrend hat ja hier 2016 mehr oder weniger begonnen, ist dann eben in
mehr oder weniger 2017 fast nur nach oben gegangen, hatten mal so eine kleine Konsolidierungsphase und jetzt hier Ende 2017, Anfang 2018 erstmal auch wieder der Weg nach oben eingeschlagen. Also es ist durchaus denkbar, dass der Markt jetzt hier nochmal in dieses Unterstützungsniveau runterläuft. Und das haben wir hier 1,20, 1,20,50. Das wäre so der Bereich, vielleicht ein Stück drüber, 1,20,70, wo der Markt durchaus hinlaufen kann. Und wir sind aktuell bei 1,23,30, 1,23,35. Also wir haben hier doch noch so einige Punkte, die man gegebenenfalls dann auch mal mit einem Zwingtrade umsetzen könnte oder der Versuch gestartet werden könnte, dass der Euro-US-Dollar hier so ein bisschen abgibt, weil man hat hier ein recht interessantes Chance-Risiko-Verhältnis, weil diese Hochs hier, und das können wir uns gerne dann auch mal auf dem Tageschart anschauen, diese Hochs aus dieser Bewegung, die sind ja gesetzt. Wir haben hier mit diesem Hoch, das war vorletzte Woche Donnerstag, glaube ich, zur FED-Zinsentscheidung, zur EZB-Zinsentscheidung war das. Dieser Hochbereich ist gesetzt. Und wenn wir jetzt hier nochmal so leicht vielleicht uns leicht erholen, dann haben wir ein recht interessantes Chance-Risiko-Verhältnis ungefähr von, wenn man noch ein bisschen uns wieder erholen, von 2 zu 1, dass der Markt hier eben in dieses Unterstützungsniveau runterläuft. Und das wäre jetzt auch für den heutigen Tag hier meine erste Idee für den Euro-US-Dollar, dass man hier antizyklisch gegen diese Kernaufwärtsbewegung einfach mal die Abwärtsseite spielt. Ich würde dann allerdings in diesem Bereich hier unten auch mit einem Take-Profit arbeiten, beziehungsweise wenn man eben die Herangehensweise oft nutzt, eben dann seinen Stop nachzutrailen nach unten, wenn der Markt nach unten läuft, dass man hier unten etwas aggressiver mit dem Nachtrailen des Stops wird, weil eben schon die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass wir an diesem alten Hoch, was hier eben auch auf Tagesbasis eindeutig zu sehen ist, dann auch erstmal wieder abprallen könnten nach oben. Das heißt nicht, dass wir sofort den Start dann Richtung des Widerstandsbereich sofort wieder aufnehmen, aber hier könnte schon eine etwas stärkere Erholung stattfinden, die uns dann gegebenenfalls eh aus dieser Abwärtsbewegung rausholen würde. Also würde ich hier, wie gesagt, dann einen Take-Profit einbauen. Kurzfristiger Natur oder kurzfristig, hallo Herr Kämmerer, ja, ich bin heute nicht Herr Kämmerer, ich bin heute Herr Klebe. Herr Kämmerer kommt später noch dazu. Also, dass der Markt dann im Prinzip runterläuft, was wir jetzt hier im Daytrading-Bereich definitiv auch nutzen können. Das Devisenradar ist ja prinzipiell nicht dafür da, um jetzt hier wirklich Daytrading-Ideen zu nutzen. Nichtsdestotrotz möchte ich ganz kurz hier nochmal zeigen, dass der Markt jetzt aus kurzfristiger Sicht, wir hatten hier wunderbar, wenn man unten anfängt, wunderbar aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts. Diese Aufwärtsbewegung hat aber hier kein neues Hoch produziert. Also sind wir nach wie vor in der letzten Aufwärtsbewegung drin, bauen jetzt hier schon wieder, wenn auch dieses Hoch fast an dieses alte Hoch ranlief, aber bauen mehr oder weniger jetzt hier abwärts, aufwärts, abwärts, dieses Tief unterschritten, bauen hier schon wieder eine Sequenz von fallenden Hochs und fallenden Tiefs aus. Was denn auch aus kurzfristiger Sicht und das auch mit Blick auf dem Ziel hier unten durchaus hier Bereiche sind, wo man eine Short-Idee aufbauen könnte für die Abwärtsseite. Natürlich mit dem Blick, dass wir gegen den generellen Haupttrend gehen und dass dann das eben gegebenenfalls mit ein bisschen kleinerer Positionsgröße umgesetzt wird, all dieweil es eben antizyklisch ist. Nichtsdestotrotz ist es eine Idee, sollten wir hier nicht nachhaltig neue Tiefs auf diesem Unterstützungsniveau ausbauen können, sollte diese Idee sich nicht so entwickeln und der Markt hier wieder etwas höher laufen in den Bereich 1,24, 1,24,50, dann kommt erstmal auch die Aufwärtsseite wieder so ein bisschen mehr zum Tragen. Und es wäre dann denkbarer, dass wir die Aufwärtsseite weiter umsetzen. Also von daher aktuell, und da sehen wir auch, der Markt drückt hier so ein bisschen nach unten, wäre hier die Abwärtsseite interessant. Gut, schauen wir aufs Gold. Ich habe hier auch nochmal das Gold in einem relativ leeren Chart dargestellt, um hier auch nochmal die Analyse zu zeigen, ohne dass schon Widerstände und Unterstützungen in dem Markt drin liegen. Und ich habe hier nochmal den Wochenchart für euch. Schaut euch das Gold mal an. Wir haben hier am Anfang 2012, dann ist eben Gold doch etwas stärker nach unten gekommen, baute denn hier mehr oder weniger an starkem Momentum etwas ab. Wir hatten weiterhin die Tendenz abwärts, erstmal bis hier runter zum Tief, denke ich, für den einen oder anderen oder für viele relativ klar, dass wir tendenziell weiterhin abwärts gerichtet waren. Dann kam hier diese Erholung hier
Ende 2015, Anfang 2016 bis Mitte 2016, wo wir dann aus dem Bereich hier knapp um die 1000er Marke dann wieder hinaufgelaufen sind in den 1300er Bereich und drüber. Seitdem hat eben sich dieser Bereich hier 13.035 eben auch schon hier vorne, und das ist die einzige Linie, die ich hier dann schon mal in den Markt reingepackt habe, hat sich diese 13.035er Linie als relativ starker Widerstand etabliert in letzter Zeit und sogar in den letzten Jahren, nicht nur in den letzten Monaten. Wenn man hier auf den Tageschart drunter geht, sieht man auch, dass eben der Markt nicht nur hier Ende oder im August 2017, sondern auch hier seit Ende 2017, Anfang 2018 immer wieder um diese Marke 13,35 herumpendelt. Auch am gestrigen Tag sind wir ständig drunter gewesen, drüber gewesen. Für mich ist diese 13.035er Marke aktuell die entscheidende Marke für Weiterführung der Aufwärtsbewegung oder Weiterführung der aktuell jetzt wieder laufenden auch Tagesbewegung abwärts. Schaut mal, wir haben hier aus der letzten Aufwärtsbewegung, die relativ klar und sauber lief, haben wir dann hier in dem Bereich knapp über 13.000 so eine Schiebezone, was dann auch in der letzten Aufwärtsbewegung ein Hoch darstellt, ein Tief darstellt, ein neues Hoch dann eben später darstellt. Genau auf diesem Unterstützungsniveau sind wir. Danach, wenn man sich nur diese letzte Aufwärtsbewegung betrachtet, danach kommt hier erstmal nicht mehr viel an Unterstützung. Zwar hier in der Vergangenheit dann in diesem Bereich dann wieder so ein bisschen, aber es ist hier durchaus denkbar, dass ebenfalls das Gold die Abwärtsseite gegebenenfalls nachhaltig wieder einschlagen könnte, weil wir haben ja in den vergangenen Monaten und Jahren, wir haben die Indizes permanent auf der Aufwärtsseite gehabt, wir haben die Währungen, also gerade Euro, US-Dollar, eben britischer Pfund, da sind ja auch so die Währungen, die eben aufwärts liefen. Das Gold lief prinzipiell eben tendenziell auch oft aufwärts. Wir haben hier zwar auch Konsolidierungsphasen drin gehabt, aber gerade hier mit der starken letzten Aufwärtsbewegung im Dow Jones und S&P, im DAX ja so ein bisschen verhalten, ist aber Gold ebenfalls gestiegen. Jetzt haben wir starke Abschläge im S&P, im Dow Jones, in den Indizes, auch in Asien gesehen. Wir haben auch starke, nicht ganz so starke Abschläge im DAX gesehen. Aber der DAX war in der Vergangenheit ja generell nicht so stark wie Dow Jones und S&P als Beispiel. Ja. Die haben jetzt stark abgegeben. Jetzt entscheidet sich das, denke ich, eben auch so ein bisschen, schaffen die Indizes hier wieder zu alter Stärke zurückzufinden, sodass hier gegebenenfalls auch das Gold vielleicht erstmal wieder so leicht mitsteigt, um hier eben dann eben auch diese Kernaufwärtsbewegung aufwärts wieder aufzunehmen. Oder bleiben die Indizes eben nachhaltig so ein bisschen schwächer, bauen vielleicht jetzt auch dann eben nachhaltig so ein bisschen Abwärtsbewegung auf, was eben überreif ist für die Indizes, und das könnte bedeuten, dass ebenfalls das Gold Richtung 13.000, das wäre jetzt erstmal so die erste Marke, das ist auch so eine psychologische Marke, die 13.000er Marke, können wir hier nochmal markieren, dann eben in diesen Bereich zurückfällt. Und da sind wir aktuell auch an einem entscheidenden Punkt, ähnlich wie im Euro-US-Dollar, dass hier, selbst wenn das nur langfristig gesehen eine Konsolidierung ist, trotzdem eben Potenzial hat, hier ein gesundes Chance-Risiko-Verhältnis aufzubauen. Da sollte der Markt vielleicht auch hier nochmal so einen leichten Anstieg machen. Dann hätte man hier mit diesem Hochpunkt hier einen interessanten Stopppunkt, und dann gibt das auch, wenn man den Markt dann hier in diesem Bereich abstoppt von diesem Hoch, ja, dann würde das eben auch ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis in dem Bereich 13.000 und vielleicht leicht tiefer im Prinzip hier ergeben. Und das wäre ebenfalls eine Idee, die ich auch definitiv im Swing-Trading auf dem Schirm habe, sei es im Euro-US-Dollar, sei es auch hier im Gold, und umsetzen würde. Ja, schauen wir das Gleiche uns nochmal kurz im britischen Pfund an, und da gehen wir mal auf den, das muss ich mal kurz rüber switchen, Moment. Gucken. Hier haben wir. Ja, schauen wir das ganze Bild nochmal abschließend im britischen Pfund uns an. Wir haben hier eben auch eine sehr, sehr saubere Aufwärtsbewegung in den letzten Monaten gesehen, haben jetzt hier ebenso, ähnlich wie im Euro-US-Dollar, dann es nicht mehr geschafft, nachdem der Markt wieder runterkam. Alles war für die Aufwärtsseite mehr oder weniger noch im sauberen Bereich. Wir haben wieder den Anstieg gesehen, haben es ebenfalls nicht geschafft, neue Hochs auszubauen, durchstoßen jetzt eben den ersten Bereich, der hier wichtig war für die Aufwärtsseite, haben jetzt hier eben auch schon den Angriff auf diese letzten markanten Hochs gestartet, und auch hier würde sich jetzt hier Potenzial nach unten erstrecken, und da kommen eben die ersten kernunterstützenden Bereiche. Moment. Nein, das muss ich nehmen.
Hier in dem Bereich 1,36, ja, und da haben wir natürlich aus dem Bereich knapp unter 1,40 oder aus dem Bereich 1,39 bis 1,36 eben auch noch rund 300 Pips eben an Chance. Und wir können auch solche Ideen teilweise relativ eng abstoppen, weil wenn diese Fahrt hier aufgenommen wird von den Märkten, dann geht das in der Regel ebenso relativ zügig. Und der Markt sollte hier gar nicht mehr nachhaltig, und da kann man dann eben auch wieder auf kurzfristiger Ebene schauen. Wir haben hier jetzt mehrfach dieses Widerstandsniveau von diesen alten Tiefs nach oben getestet, sind jetzt wieder auf dem Weg nach unten. Und wenn sich hier ein Trigger ergibt auf der Abwärtsseite, dann kann man sowas relativ eng abstoppen. Wenn es schief geht, dann merkt man das relativ zügig und man kann eine neue Idee aufbauen. Wenn das aber gut geht, dann haben wir hier im Pi mal Daumen 300 Pips auf der Abwärtsseite als Chance und haben hier vielleicht ungefähr um die 100 Pips an Risiko. Wir sind jetzt hier im Bereich 1,39 knapp drüber und können hier den Stop im Bereich 1,40 knapp drüber abstoppen. Also über diesem Schiebezonenbereich hier würde ich hier meinen Stop setzen. Dann hätte man um die 100 Pips Risiko und hätte aber um die 300 Pips Chance. Also das wäre jetzt auch im britischen Pfund eine Überlegung, die ich definitiv nach wie vor im Swing Trading Bereich auf dem Schirm habe. Wenn die Märkte hier nachhaltig drehen, dann sollte dieses auch relativ interessant aufgehen. Schauen wir nochmal auf den euro-britischen Pfund. Das war eine Überlegung, die ich hier mal formuliert habe in einem Video hier auf GFD, ich glaube vor 2 Wochen oder lass es vielleicht vor 3 Wochen gewesen sein. Da war die Idee, wenn der Markt hier, und da war es ja noch so, dass der Euro-US-Dollar, der britische Pfund noch klar auf der Aufwärtsseite zu sehen waren. Was bedeutet, dass eben hier dieser euro-britische Pfund gegebenenfalls auf der Abwärtsseite etwas Fahrt weiterhin oder erneut aufnehmen könnte, hier eben es nicht geschafft hat, nachhaltig diese neuen Hochs zu überschreiten, Abwärtsbewegung angenommen. Dieses Unterstützungsniveau, was sich hier ergeben hat im Bereich 0,87, 80, 0,87, 90, hier war der Einstieg auf der Abwärtsseite 0,87, 85. Und ich hatte gesagt, man sollte erstmal den Stop hier relativ weit oben haben, weil die Chance nach unten, wenn wirklich nachhaltig dieser Trendbruch stattfindet, hier wirklich auch übers Jahr gesehen Potenzial nach unten ist. Das hat auch erstmal relativ gut funktioniert. Das schauen wir uns mal an. Die Überlegung kam, jetzt muss ich erstmal gucken, das müsste hier in diesem Bereich gewesen sein. Ja? Dann kam der Markt nach unten. Man hatte mit diesem leichten Rücklauf hier definitiv nochmal die Chance, im Bereich 0,87, 85 in den Markt zu kommen. Und dann lief der Markt hier runter. Ja? Durchschritt dann eben auch diese letzten Tiefs hier, aber nur minimal. Chris Kämmerer hatte genau die umgedrehte Überlegung im Prinzip auf dem Schirm. Der hatte gesagt, dass man hier in dem Bereich kauft, den Stop etwas tiefer unter dieses Tief packt hier, ja, ist in dieser Aufwärtsbewegung noch drin und hat hier oben eben diesen Bereich als Ziel. Ich hatte genau an diesem gleichen Punkt die umgedrehte Idee. Und das ist jetzt eben das Entscheidende, was ich jetzt sage, wie jetzt eben die Spreu vom Weizen getrennt wird. Aktuell sieht es für mich nicht so gut aus. Ich hatte allerdings zwischendurch eben schon eine gute Bewegung, das waren gute 100 Punkte auf der Abwärtsseite, die hier für mich der Markt eben lief. Anfänglich war der Stop hier oben. Ich würde jetzt definitiv mich entscheiden, den Stop schon in meine Richtung zu ziehen, den Stop, das Risiko rauszunehmen. Und dadurch, dass der Stop am Anfang relativ groß war, ist ja diese Positionsgröße für diesen Trade wirklich relativ gering. Also das Risiko, selbst wenn der Markt hier hochläuft, darf einfach nicht groß sein. Jetzt nehme ich mir mit der aktuellen Überlegung eben aus diesem Trade, der eben aktuell nicht so für mich läuft, aber nach wie vor die Chance hat, dass es ja weiter nach unten geht, hier nehme ich jetzt Risiko raus und ziehe im Prinzip den Stop von hier oben aus dem Bereich 93 in den Bereich, ich würde den auf jeden Fall erstmal knapp rüber noch über dieses hochlegen, in den Bereich 0,9050 und würde mir somit schon 250 Pips an Risiko aus dieser Position rausnehmen. Ja, habe dann annähernd mein Risiko schon Pi mal Daumen halbiert und würde jetzt hier abwarten, in welche Richtung sich der Markt weiter entscheidet. Mal gucken, wie hier diese Geschichte weitergeht, ob man zwischendurch dann eben sagt, okay, das läuft dann jetzt hier seitwärts, das sieht nach wie vor nicht so gut aus, dass der Markt hier nachhaltig dann nach unten wegbricht. Und dann kann man sukzessive sagen, okay, entweder man fährt eben das Risiko vom Stop her nach wie vor dann eben mit der Zeit immer weiter tiefer, oder man sagt, okay, ich teile diesen Stop. Aktuell habe ich ja den kompletten Stop für die Position dann auf dieser Höhe.
Ich mache es sehr gerne, dass ich eben, wenn Trades nicht so aufgehen, wie ich es möchte, anfange, meine Stops zum Beispiel zu halbieren, so dass ich sage, okay, die Hälfte meiner Position, da bleibt der Stop nach wie vor auf diesem Niveau um die Marke 0,9050. Und die andere Hälfte, die ziehe ich dann schon aggressiver etwas nach unten, so dass ich dann noch mehr von meinem Risiko aus dieser Position rausnehme. Denn wenn der Markt nach wie vor gegen mich läuft, ich dann eben hier in diesem Bereich vielleicht, müsste man gucken, also das Ausscalen, dafür habe ich jetzt aktuell noch keinen Plan. Aktuell würde ich den Markt hier eben mit voller Stopgröße abgestoppt lassen, würde dann in den nächsten Tagen, wir haben ja hier den Tageschart, also so schnell dürfte hier nichts anbrennen, dann überlegen, ob ich vielleicht dann auf diesem Hoch, das ist denn schon unter der Marke von 1,90, 1,89, 80 gegebenenfalls, dann schon die Hälfte meiner Position verliere und somit sukzessive vom Stop komplett hier oben eben Risiko rausnehme. Und so verliert man dann in den Phasen, wo es nicht so läuft, eben auch nicht so viel Geld. Und wenn eben dieser Trade aufgeht, und ideal wäre ja, wenn diese Bewegung hier sofort weiterläuft, dann bin ich natürlich mit voller Positionsgröße dabei. Ich habe relativ gute Chancen, den Stop nachzuziehen, den Stop nachzuziehen, den Stop dann irgendwann auf Break-Even zu packen und dann sollte auch irgendwann der Markt dann eben weiter in meine Zielzonen laufen. Wenn das nicht so aufgeht, was definitiv mindestens 50% Pi mal Daumen so der Fall ist, manchmal habe ich eine Trefferquote durchschnittlich von unter 50%, manchmal ist es ein bisschen über 50%, aber langfristig gesehen ist meine Trefferquote um die 50%, sprich die Hälfte der Trades, die laufen schief. Und dann versuche ich eben von diesen Trades, die schief laufen, sukzessive Risiko rauszunehmen. Und wenn es gut läuft, dann eben die Position in voller Größe zu behalten, beziehungsweise dann eben auch noch zu pyramidisieren. Also, dass man dann, wenn es gut läuft, wenn es auch relativ zügig gut läuft, dann eben noch nach bestimmten Kriterien hier Positionen aufzubauen. Gut, das eben dazu noch und wir haben jetzt im Prinzip alle Märkte durch. Jetzt schaue ich mal hier in die Fragen, die von eurer Seite kommen, dass wir uns hier noch den einen oder anderen Markt anschauen. Dazu mache ich mal das Fenster auf, weil ich diverse Märkte hier nicht drin habe. US-Dollar, Schweizer Franken kam hier als erstes. Das gucken wir uns mal an. Und interessant ist ja hier eben an der ganzen Sache, wenn ich das eben auch ab und zu übernehme, dass man immer noch mal eine zweite Meinung bekommt. Und da ich diverse Märkte teilweise nicht handle, aber trotzdem schon einen relativ großen Erfahrungsschatz besitze, eben dadurch, dass ich mir seit 20 Jahren also nichts anderes ist vielleicht falsch gesagt, aber natürlich am Tag sehr, sehr viele Charts anschaue, ist es natürlich eben immer interessant, eine zweite Herangehensweise auch mal an Charts zu sehen, eine zweite Meinung sich einzufangen, um dann hier das gegebenenfalls für sein Trading dann auch nutzen zu können. Und da gehen wir hier mal auf den US-Dollar, Schweizer Franken. Schauen wir uns auch hier das große Bild erstmal, schauen wir uns den Monatschart an. Und wir wissen ja, dass hier eben diese Abkopplung von dieser 1,20er Marke irgendwann mal zu einem starken Verfall im Markt generell oder im Schweizer Franken generell geführt hat, was dann eben auch im US-Dollar Schweizer Franken hier dann eben mal zu einer etwas stärkeren Bewegung geführt hat. Seitdem läuft der Markt definitiv erstmal auf Monatsbasis relativ seitwärts. Das ist, denke ich, jedem klar. Das ist aber für uns herzlich wenig interessant, weil der Monatschart ja erstmal wenig von den meisten, zumindest denke ich, gehandelt wird. Ja. Schauen wir uns dafür die kurzfristigen Fenster an. Mache ich das Fenster hier an der Seite nochmal zu, schiebe das rüber. Und wir sehen auch hier, dass nach wie vor dieser langfristige Trend hier zwar abwärts kommt, aber in den letzten Monaten auch hier eben eher eine Seitwärtstendenz festzustellen ist. Und da markiere ich mal diesen Bereich. Ja. Das ist jetzt hier der Bereich, der prinzipiell als Seitwärtszone zu erkennen ist, beziehungsweise würde ich den vielleicht noch so ein bisschen eingrenzen. Und dann wäre hier jetzt schon die Chance, dass der Markt, der US-Dollar, Schweizer Franken hier gegebenenfalls ebenfalls auf der Abwärtsseite prozyklisch zur generellen Abwärtsbewegung sich hier eben gegebenenfalls auch weiter nach unten bewegen kann. Dafür gehen wir auf den Tageschart und gucken uns das Ganze mal an. Wir sind jetzt aus dieser Seitwärtszone ausgebrochen. Wir wissen zwar, dass hier vorne noch so ein paar Tiefs kommen, aber die meisten Tiefs, die bewegen sich hier in diesem Bereich und da sind wir schon durch. Jetzt kommen hier noch so ein paar Tiefs. Jetzt sind wir durch ausgebrochen, sind hier gerade an diesen unteren Bereich rangelaufen. Gucken wir uns das Ganze auf dem 4-Stunden-Chart an. Ja, schauen uns hier diese letzte Abwärtsbewegung an, haben jetzt hier in den Bereich des
Seitwärtszonenbereichs, in den unteren Seitwärtszonenbereichs im Prinzip uns erholt. Es wäre hier gegebenenfalls noch interessant, dass wir vielleicht nochmal leicht reinlaufen, weil wenn man sich die letzte Kernabwärtsbewegung anschaut und hier mal so ein Fibonacci-Retracement reinlegt, dann sind wir aktuell vielleicht noch nicht ganz an diesem 38er Retracement-Level, ein Stückchen weiter hoch, das wäre so Pi mal Daumen, müsste man mal gucken, der Bereich wäre vielleicht so die 50er-Marke, ja, können wir ja einfach mal reinlegen. Und so schaue ich mir dann auch so eine Bewegung, nein, das ist jetzt falsch gewesen, Moment, das müssen wir nochmal rausnehmen, ne, Objekte, Moment, das nochmal rausnehmen hier, löschen. Okay. Nein, nochmal. Ihr seht, der MetaTrader ist noch nicht so mein Freund. Ich handle ja normalerweise viel im NinjaTrader und handle hier die CFD-Überlegungen natürlich schon seit längerer Zeit im MetaTrader, aber handle dann primär oder analysiere nicht in dem Markt. Somit ist es hier teilweise, also wir wollen uns diese Abwärtsbewegung anschauen. Ziehen uns das jetzt runter. Genau, war doch richtig. Und dann sind wir gerade hier in dem 38er Retracement-Level. Also das wäre jetzt hier schon eine interessante Überlegung. Zum einen, weil wir in dem unteren Bereich dieser Seitwärtszone jetzt von unten gegengelaufen sind. Zufällig, wenn man sich diese letzte Kernabwärtsbewegung anschaut, hier am 38er Retracement-Level ist. Ich würde dann auf jeden Fall, wenn man diese Überlegung spielen möchte, mit dem Ziel, dass der Markt definitiv dann diese Tiefs hier wieder anlaufen müsste, gegebenenfalls noch weiterläuft, meinen Stop definitiv über dem 50er Retracement-Level haben, beziehungsweise würde ich hier noch über das 61,8er gehen. Das sind, schauen wir uns das Ganze mal an, aus dem aktuellen Bereich 94 bis hier hoch haben wir, na ich sag mal so knapp 100 Pips, ja, haben aber eine Chance aus dem 94er Bereich eben definitiv hier 92,5 sind schon mal 150. Und wenn wir davon ausgehen, dass hier neue Bewegungstiefs ausgebaut werden, haben wir hier ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis von knapp 100 Pips Risiko aus dem aktuellen Kursbereich zu 200 oder mehr Pips Chance. Und das ist schon dann auch ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis, was man hier spielen kann. Wäre jetzt eine Überlegung, auch wenn ich den Markt mir sonst ja gar nicht so anschaue, die sich hier aber aus dieser Analyse im Prinzip ergibt. Ja, ganz großer Trend abwärts, etwas längere Zeit seitwärts, Bruch, dass der Markt aus diesem Seitwärtsbereich nach unten rausgekommen ist, diesen Seitwärtsbereich jetzt mit einer kleinen Erholungsphase von unten hier wieder getestet hat, so dass hier eine Reaktion nach unten stattfinden kann. Wenn sie nur in diesen Tiefbereich läuft und der Markt dann wieder hochläuft oder seitwärts läuft, dann habe ich mit dem Einstieg im aktuellen Kursbereich vielleicht leicht drüber eben auf jeden Fall dann schon die Chance, meinen Stop, der hier oben irgendwo im Bereich 80, 85 Ticks über dem aktuellen Kurs liegt, dann habe ich definitiv die Chance, diesen Stop ja schon nach unten nachzuziehen, vielleicht sogar auf plus minus null. Weil das sollte man auf jeden Fall machen, wenn der Markt eben dann schon diese 150 Pips im Plus war, dann sollte man hier den Stop dann auch in die Richtung nachziehen. Gut, schauen wir mal. Okay, hier war jetzt die Überlegung, okay, gehe ich gleich nochmal drauf ein auf die Frage, Moment. Cut japanischer Yen kommt hier noch, Moment, da muss ich erstmal kurz gucken, ob ich den hier schon irgendwo habe. Moment, Moment, Moment. Da haben wir ihn. Gehen wir wieder auf das normale Bild. Und gucken uns hier, so analysiere ich für mich halt auch immer Märkte, ne? Dass eben die Bewegungen, die Kernbewegungen auf großen Zeitfenstern erstmal lokalisiert werden, dass man eben weiß, okay, wo läuft hier das Währungspaar denn überhaupt lang? Ja, und da sind wir hier eben prinzipiell die letzten Kernbewegungen abwärts. Jetzt sind wir scheinbar hier in so einer Konsolidierung. Langfristig gesehen ist hier ebenfalls so ein bisschen seitwärts. Aber die letzte Kernbewegung könnte eine Konsolidierung sein auf der Aufwärtsseite. Guckt man sich das im Wochenchart an, sind wir eben hier abwärts gerichtet. Aufwärts haben jetzt hier diese Hochs erstmal wieder durchschritten, sind in einer eventuell Konsolidierungsphase, aber im Aufwärtstrend. Schauen wir uns das, wobei man jetzt hier schon mal gucken muss, okay, das letzte Hoch ist eben nicht nennenswert überschritten, sind jetzt hier auf dem Weg, diese letzten gemachten, markanten, tieferen Tiefs hier eben nach unten zu durchschreiten. Schauen wir uns das auf Tagesbasis an.
Ja. Man hat, wie gesagt, in vielen Märkten jetzt aktuell so ein bisschen so eine Trendwende drin, ne? Und somit scheint es jetzt hier ebenso. Das ist eine ähnliche Analyse, wie wir sie eben schon gemacht haben. Man hat jetzt hier oben in diesem Bereich im Prinzip wie so ein Doppeltop, ne? Man hat allerdings auch in dem Kursbereich, wo wir uns aktuell hier befinden, vielleicht leicht drüber, auch so ein ziemlich markantes Unterstützungsniveau. Man hat diese Hochs hier hinten diesen Bereich, dann diese Hochs in diesem Bereich, dieses Tief, dieses Tief. Also man hat viele markante Punkte auf Tagesbasis, auch diese Tiefs hier aus der kürzlichen Vergangenheit, die eben prinzipiell erstmal Unterstützung für viele Situationen dargestellt haben. Unter diesem Bereich sind wir. Aber der Kernunterstützungsbereich, der kommt etwas tiefer, und zwar in dem Bereich. Den würde ich hier schon als kernunterstützenden Bereich sehen, weil das auch der Bereich ist, der dieses letzte markante Bewegungstief dargestellt hat, was dazu führte, dass eben hier dieser Hochbereich nochmal getestet ist. Wenn wir jetzt hier unter dieses Tief rutschen, nachhaltig, wir haben das schon mal einmal kurz gemacht, aber ein Docht eben hier in diesem Fall auf Tagesschartbasis bedeutet für mich nicht, dass es nachhaltig ist. Wenn wir nur mal kurz den Ausflug nach unten gewagt haben, dann aber schon wieder mit etwas stärkerer Bewegung nach oben gehen, dann ist das eben nicht als nachhaltig zu werten. Aber es ist jetzt durchaus denkbar, da die letzte Bewegung abwärts ist, dass wir eben von diesen Hochs es nicht geschafft haben, die Kraft aufzubauen, neue Bewegungshochs nachhaltig nach oben auszubauen, hier wieder runter sind, dass wir nach dem Unterschreiten des Unterstützungsniveaus 86, 80 Pi mal Daumen hier definitiv ebenfalls eine relativ gute Chance auf stärkere Bewegung auf der Abwärtsseite sehen. Aber dafür muss der Markt, und ich würde hier nicht zwingend den Ausbruch handeln, dafür sollte der Markt hier wirklich drunter gehen, dann idealerweise hier die Korrektur auch nach oben in vielleicht nicht ganz bis ran, aber stattfinden lassen und dann auf einen Trigger zu warten, um die große Abwärtsbewegung, die hier dann idealerweise kommt, zu handeln. Man bekommt durch diesen Triggereinstieg hier dann oft auch einen relativ guten Stopppunkt in diesem Bereich. Aktuell ist dieses Szenario aber noch nicht aktiv. Ja, aktuell sind wir noch über diesem Unterstützungsniveau, was ich mir hier nehmen würde, das hauptsächlich auf diesem Tief hier basiert. Ja, und wenn wir hier durchgehen, aggressiv wäre nach einem erneuten Bruch dieses Bereichs schon die Abwärtsbewegung aufzunehmen, dann wäre man natürlich dabei, wenn wirklich der Markt sofort durchfeuert. Ja, aber oft, und ich sage mal, das ist auch wirklich in über 50% der Fälle, ich würde hier sogar in den Bereich 70 bis 75% der Fälle gehen, dass der Markt eben erstmal den Ausbruch macht, schon nachhaltig, dann aber nochmal in irgendeiner Art und Weise zurückkommt. Und dann bekommt man hier oft viel interessantere Einstiegsniveaus, um dann eben dabei zu sein auf der großen Bewegung. Bedeutet, dass ich ab und zu Bewegungen verpasse, aber dass ich, wenn ich dann in den Markt reinkomme, auch oft viel interessantere Chance-Risiko-Verhältnisse kriege, weil ich einfach durch diese Herangehensweise dann oft mit diesem dann gemachten Hoch hier relativ zügig einen guten Stopppunkt habe, der mein Risiko definitiv reduziert, beziehungsweise ich eben dann entsprechend ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis hinbekomme. Moment, schieben wir nochmal nach unten weiter, was hier noch an Fragen kam. Moment, Moment, Moment. Cut Schweizer Franken, australischer Dollar, Schweizer Franken. Gucken wir uns dann nochmal an. Neuseeland-Dollar, Euro-Schweizer Franken, Euro-Cut. Gehen wir nochmal auf die Frage Euro-britischer Pfund kurz ein. Hier war ja die Überlegung, oder hier kam jetzt die Frage, warum nicht der Stop sofort auf 0,95 oder 0,93? Also hier wahrscheinlich dann dieses, nee, nochmal, doch 0,95. Warum nicht den Stop hier über diesem Hoch bei der Überlegung, hier unten die Short-Seite zu spielen? Das hatte den Grund. Ich habe hier auf sehr, sehr langfristiger Basis einfach wirklich den Trade auch so aufgebaut, dass es in der Tat möglich sein kann, dass wir hier in eine relativ stärkere Abwärtsbewegung runterfallen. Also, dass sich wirklich dieser Trade nicht nur über Wochen, sondern über Monate entwickeln könnte. Mit etwas Momentum nach unten. Das beruht natürlich auch so ein bisschen darauf, dass dann zum Beispiel britischer Pfund, US-Dollar beziehungsweise auch Euro-US-Dollar den Sprung nach oben schaffen. Ja, dann ist es hier eben theoretisch möglich gewesen, dass wir aus diesem Trade eine ganze Menge mehr rausholen könnten. Somit war hier der Stop oben relativ weit weg.
weg. Aber das hatte ich auch gesagt in der Analyse, dass ich, selbst wenn der Trade eben nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann während des Trades, so wie ich es eben beschrieben habe, den Stop dann schon dann relativ zügig auch in diesen Bereich nachziehen würde. Ja, und dann im Prinzip, jetzt sind wir hier 2 Wochen drin, das hat sich alles nicht so entwickelt und so ist auch meine Herangehensweise. Ich packe am Anfang den Stop meistens etwas weiter weg, um den Markt erstmal Raum zu lassen. Und wenn dann alles sich so ein bisschen entwickelt, das Bild sich auch weiterentwickelt, ziehe ich dann oft die Stops relativ nah ran. Was dann eben zum Ergebnis hat, dass meine Verluste relativ klein sind, aber das Chance-Risiko-Verhältnis auf einem großen Stop aufgebaut ist und dann entsprechend auch die Chance relativ groß ist. Und selbst wenn eben das dann nicht eintritt, dann eben ich es schaffe, während des Trades, wenn das alles nicht so läuft, mein Risiko sukzessive runterzufahren, aber nach wie vor diese große Chance habe. Und so verliere ich in der Regel relativ klein im Verhältnis zu der Chance, die ich trotzdem für diesen Trade habe. Und das sah ich erstmal als viel, viel weiter weg und somit hatte ich ja den Rest dieser Trade-Überlegung hier dann eben beschrieben. GBP, japanischer Yen. Machen wir mal oben weiter. CAD, Schweizer Franken. Schauen wir mal, ob wir ihn drin haben. Haben wir drin. Hatte ich auch schon mal analysiert. Gucken wir uns mal auf Day-Trading-Basis oder auf Tagesbasis an. Hier war erstmal die Überlegung in der letzten Analyse, dass der Markt, da wären, wahrscheinlich waren wir hier denn da weit, etwas weiter oben, dass eben der letzte Bereich, ähnlich wie in diesen anderen Märkten, dass ich mir dann immer irgendwo einen Bereich suche, der erstmal interessant ist für eine Kehrtwendung des Trends. Und da war dann eben hier unten wahrscheinlich erstmal die Long-Überlegung. Jetzt muss ich erstmal gucken. Nehmen wir das mal raus. Das ist hier scheinbar alles schon ein bisschen älter. Genau. Interessant war hier diese orangene Linie. Das war für mich so ein kernunterstützender Bereich, wo ich wahrscheinlich dann gesagt habe, okay, wenn wir hier durchrutschen, dann einen Anlauf nach oben für die Abwärtsseite zu nutzen. Schauen wir uns das mal im kleinen Zeitfenster an. Da hat das dann auch ganz gut funktioniert. Ich habe allerdings diesen Trade nicht großartig weiter betrachtet. Erinnert euch an die Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe. Ich habe irgendwo so eine Linie im Markt, die eben unterstützenden Bereich darstellt. Wenn wir hier nachhaltig runterrutschen, dann eben der Markt gegebenenfalls Potenzial auf der Abwärtsseite aufbaut, so wie wir das in den anderen Märkten eben gerade die ganze Zeit beschrieben haben. Ja? Und jetzt hatten wir hier den Durchrutsch, hatten eben an das nächste unterstützende Niveau den Lauf, dann aber hier, spätestens hier, kam eben dann auch nochmal die Erholung, die uns dann meistens viel besser als der Ausbruch an sich ein Chance-Risiko-Verhältnis produzieren. Und hier ist es völlig egal, ob ich hier irgendwie zufälligerweise vielleicht einen Hoch erwische oder erst nach diesem Test hier etwas später in den Lauf nach unten reinkomme. Durch dieses Abwärts-Erholung und dann große Bewegung. Und diese große Bewegung ist doch viel interessanter dann zu handeln, weil ich eben ein viel größeres Potenzial habe als den Ausbruch an sich. Man kann den Ausbruch handeln, aber muss dann gegebenenfalls etwas stärker mit seinem Trailing Stop werden, weil diese Bewegung, die hier Ausbruch, dann nochmal Test des Ausbruchsniveaus, was jetzt hier nicht hundertprozentig stattgefunden hat, und dann kommt eigentlich die Bewegung. Ja. Wir sind jetzt hier nach wie vor logischerweise auf der Abwärtsseite unterwegs, das würde ich jetzt auch so betrachten. Jetzt müsste man schauen, wir haben hier schon noch Potenzial nach unten, warum nicht? Wir sind sauber in der Abwärtsbewegung drin, haben jetzt hier eben auch eine Erholung von der letzten Kernbewegung, wenn man diese mal annimmt von, ja, das sind schon fast 50%. Ja, also wenn sich jetzt hier nochmal erneut ein Abwärtstrigger ergibt und wir haben hier auch Widerstandsniveau aus so ein paar Tiefs definitiv in dem aktuellen Bereich, gucken wir uns das mal an. Ja, da haben wir hier so ein paar Tiefs, hier haben wir Tiefs, hier sind so ein paar Hochs dabei. Also man kann schon den Bereich zusätzlich wieder mit dem Fibonacci Retracement. Ja. Zack. Das ist jetzt die letzte Kernbewegung von hier nach hier, die ich mir anschaue. Und wir haben hier jetzt exakt dieses 50er Retracement angelaufen. Das sieht man ja auch optisch dann immer schon. Und eine Gegenbewegung zu einer Kernbewegung sollte sich im Idealfall maximal bis zu 50% Retracement oder eben Gegenbewegung erstrecken. Alles, was jetzt noch weiter drüber läuft, ist dann schon wieder ein Zeichen dafür, dass die in dem Fall Schwäche gar nicht mehr so schwach ist. Aber aktuell sind wir hier an den 50er Retracement rangelaufen.
Das können wir uns dann auch auf dem großen Zeitfenster. Ja, guckt mal hier, das ist fast eine punktgenaue Treffer. Somit wäre jetzt hier ein Short Trigger, würde ich schon noch ein bisschen abwarten, auf der Abwärtsseite durchaus denkbar. Kann man dann auch wieder relativ eng abstoppen und ich würde auch hier erstmal, und das reicht dann auch aus, wenn man das kürzlich gemachte Tief erstmal als erstes Ziel annimmt, da wir trendfolgend dann handeln würden, würde ich jetzt hier darauf setzen, dass dann auch die Bewegung weiter nach unten fortgeführt wird. Somit nicht zwingend mit dem Take-Profit hier unten, sondern würde dann den Markt laufen lassen, den Stop von oben nachtrailen. Und wenn man Glück hat, ist man dann weiter dabei. Und wenn man Pech hat, wird man hier trotzdem mit dem Profit ausgestoppt. Ja? Sehe ich jetzt weiter auf der Abwärtsseite. Gucken wir weiter. Wir haben dann noch Schweizer Franken, australische Dollar, Schweizer Franken. Würde ich jetzt mal auslassen oder habe ich den hier drin? Ne, wir gucken mal weiter erstmal. Euro, Schweizer Franken kann man auch noch mal gerne angucken. Ja, hatte ich ja eben schon erwähnt, dass man hier eben diese Abkopplung von dem 1,20er-Bereich hat. Da hatte ich letztens auch schon mal analysiert, im Euro-Schweizer Franken ist es so, dass ich zeichne mal diese 1,20er-Linie hier ein. Ja, es war ja so, dass vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, es war November 2015, ich bin mir nicht sicher, ja, im Prinzip von der Schweizer Notenbank sozusagen entschieden wurde, dass eben diese Stärkung des Schweiz oder die Schwächung des Schweizer Frankens im Prinzip aufgegeben wurde oder beziehungsweise dass eben die Zentralbank in der Schweiz eben davon abgelassen hat, diese 1,20 als Level zu halten. Man sieht das hier, dass eben lange wirklich dieser Bereich immer gehalten wurde. Und dann kam auf einmal, wo diese Schweizer Bank im Prinzip entschieden hat, okay, das machen wir nicht mehr, diese enorme Sell-off hier in diesem Währungspaar, was dann natürlich andere Währungspaare ebenfalls mit in Mitleidenschaft, die mit dem Schweizer Franken eben gerade auch zu tun haben, mit in Mitleidenschaft gezogen haben. Dann kam relativ zügig, ähnlich wie wir das jetzt in den Indizes gesehen haben, wenn eben so eine Übertreibung auf der einen oder anderen Seite im Prinzip passiert, da kommt oft relativ zügig erstmal wieder ein Pullback. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ich nicht weiß, wie weit diese Bewegung nach unten geht. Und jeder, der sich dann hier mit Longs reinstellt, man weiß nie, wann das aufhört. Und dann kommt die Gegenbewegung oft so schnell, dass man diese tollen Bewegungen, die erstmal augenscheinlich als super aussehen, weil man in kurzer Zeit viele Punkte mitnehmen könnte, ja, die sind sehr schwierig handelbar und ich halte mich aus so Positionen in der Regel raus, weil es einfach nicht nur schwierig ist dann hier, woher weiß ich denn, wo das Ding aufhört? Ja, man kann natürlich im Nachhinein sagen, ja, hier unten, wenn ich hier gekauft hätte und in die Gegenbewegung, oh, da wäre ich ja schon, hätte ich ja richtig Pips auf der Kante. Ja, das ist nicht in meinen Augen nicht machbar, beziehungsweise halte ich mich persönlich aus so Nummern raus, aber danach hat sich der Markt dann irgendwo auf einem Niveau stabilisiert, was ich jetzt auch für die Indizes, jetzt S&P, Dow Jones, auch DAX im Prinzip gesagt habe, erstmal abwarten, dann auch danach ein paar Tage, in dem Fall hätte ich hier schon noch sogar ein paar Wochen abgewartet, dass der Markt sich auf einem bestimmten Niveau stabilisiert und dann eben den Markt ganz normal im Prinzip weiter handeln. Und was haben wir jetzt? Wir sind eigentlich relativ nah dann schon an diesem 1,20er Bereich dran, also an diesem Ausgangsniveau. Und ich sehe hier definitiv aktuell nach wie vor das Potenzial. Und da gehen wir mal runter auf den Tagesschart. Gucken uns das mal an und ziehen den mal so, dass wir diese große Bewegung nicht mehr haben. Ich sehe jetzt hier, wir haben zwar ein bisschen Abschläge gezeigt, aber langfristig durchaus das Potenzial, dass der Markt in diesen 1,20er Bereich zurückläuft. Weil dieser Bereich, der ist noch allen im Kopf, die sich mit diesem Währungspaar beschäftigt. Und das bedeutet oft, dass solche Marken magnetischer Natur sind. Und ich würde hier auch gerade aus etwas langfristiger Sicht, und nun haben wir nochmal schön etwas hier abgegeben von den Kursen, dass man hier durchaus eben sagt, okay, die 1,20 sind ein realistisches Ziel, das sind vom aktuellen Bereich um die 400 Pips, das ist erstmal recht interessant. Und hier haben wir jetzt auch ein markantes Tief ausgebaut, wäre, und das wäre auch so eine Idee, die ich definitiv und Nerv unterschreiben, ja, schon unterschreiben würde, wo man sagen kann, okay, wir packen den Stop hier drunter, das sind aktueller Bereich um die 1,16er Marke, Stop dann knapp über der 1, also wir haben knapp 100 Pips Risiko und um die 400 Pips Chance.
Ja, und es geht ja beim Traden nicht darum, jetzt den einen Trade zu finden, der mir jetzt Gewinne produziert, sondern ihr seht, dass ich einfach nur Ideen, die ich dann auch nachhaltig begründen kann, eben suche, diese dann auch nutze. Das mache ich eben primär im Daytrading-Bereich, aber das funktioniert natürlich wunderbar auch im Swing-Trading-Bereich. Halbwegs akzeptable, erklärbare Chance-Risiko-Verhältnisse habe und dann diese Trades einfach nur mache. Wenn das nicht so funktioniert, habe ich Herangehensweisen, dann eben hier mein Risiko entsprechend runterzufahren, dass diese Trades, die dann nicht funktionieren, eben wirklich ein kleines Risiko produzieren, aber diese Trades, die dann funktionieren, dann eben eine schöne Chance haben und man hat dann hier gegebenenfalls auf dem Weg nach oben dann auch mal die Möglichkeit, den Trade vielleicht zu pyramidisieren, also dann auch noch Positionsgröße aufzubauen. Also, das wäre jetzt eine Idee, hier im Euro-Schweizer Franken in Richtung der 1,20er-Marke zu handeln. Und dann jetzt aktuell hätte man 400 Pips Chance. Schauen wir uns noch. Also, den Dollar-Index habe ich jetzt hier leider nicht drauf. Da kann ich leider nicht drauf eingehen. Ach, am 15.01.2015 war das. Okay, dann habe ich mich da vertan. Ja, das war dann nicht im November, diese Abwertung dort oder beziehungsweise wo die Schweizer Bank dann sich eben davon verabschiedet hat, die 1,20er-Marke nach weiterhin aufrechtzuerhalten. Okay, gut. Gibt es von euch noch weiter Fragen? Wir gucken hier weiter. Also es gibt hier noch natürlich noch genug Fragen, wo wir drauf eingehen können. Dollar-Yen bin ich ja gerade schon drauf. Oder nee, Dollar-Yen hatten wir uns noch nicht angeguckt. Ach ja, interessantes Szenario bin ich, glaube ich, gleich noch nicht drauf eingegangen, aber hatte ich mir notiert. Schaut euch mal den Dollar-Yen an und das ist ein sehr interessantes Szenario sogar. Wir hatten, und da war das, glaube ich, auch vor 2, 3 Wochen, wo ich mich hier dann auch mal, ich glaube, das war sogar das erste Mal, wo ich mich im Devisenradar mit eingeschaltet habe, da hatten wir die Situation. Die hatte der Chris Kämmerer angesprochen. Wir machen das mal auf den Tageschart. Da war, glaube ich, gerade dieser Ausbruch hier. Und da hatte ich dann auch gesagt, dass ich dieses Trade-Szenario, die Short-Seite hier im US-Dollar-japanischen Yen eigentlich auch recht interessant finde. Und hatte dann auch hier, seht mal, diese etwas stärkere Linie gesagt, okay, wir haben langfristig hier eine Seitwärtsphase. Und hatten den Bereich 1,0840 bzw. 1,0850 mehrfach schon im Test. Ja, somit ist hier, wenn man diese Seitwärtsphase betrachtet, ist es oft so, dass auch wenn der Markt irgendwann hier ausbricht oder vielleicht nach oben ausbricht, dass oft dann wenigstens an diesen Bereichen irgendwo eine Reaktion stattfindet. Und da erinnere ich mich noch dran, dem Markt schon das Potenzial gegeben, dass der in diesen Bereich fallen kann. Ja? Somit dann ab diesem Bereich jetzt hier Erholung. Wir sind nach wie vor langfristig gesehen im Seitwärtsbereich. Erholung, aber nicht nachhaltig. Das ging nicht mal bis in die Mitte der Seitwärtszone. Also nach wie vor hier gesunde Erholung zur Kernabwärtsbewegung. Wieder abwärts gelaufen. Jetzt wird es mal interessant, wie sich der Markt hier im unteren Bereich verhält. Und wenn wir hier jetzt durchbrechen nach unten, ja, und das kann man definitiv sich mal auf Alarm packen. Ich würde nicht sofort einsteigen. Ich würde hier schauen, entweder wenn der Markt jetzt, das kann durchaus heute passieren, morgen passieren, Anfang nächster Woche passieren, aber ich denke, wenn wir hier in diesem Bereich bleiben, nicht mehr nachhaltig steigen, dann wäre die Idee erstmal schon wieder ein bisschen ad acta gelegt. Aber wenn wir jetzt hier diese Schwäche beibehalten, wir sind ja im Wochenchart und dann in den nächsten Tagen hier runterrutschen, dann sollte man sich auf jeden Fall den Markt anschauen, wie er sich hier kurz bevor dieser Ausbruch kommt, ob es hier vielleicht aggressiv eine Überlegung gibt, dann diesen Ausbruch zu antizipieren durch dieses Kernunterstützungsniveau, weil das kann dann relativ zügig vonstatten gehen. Hier wäre es, weil wir wirklich so sehr markant auf dem Wochenchart an diesem Level hier Unterstützung haben, hier würde ich durchaus dann auch mal so einen Ausbruch antizipieren, was da bedeutet, dass ich schon kurz bevor dieser Ausbruch kommt, hier dann eben auch darauf setze, dass dieser Test, der hier exakt auf diese Linie gelaufen ist, dass dieser Test dann schon dazu führt, beziehungsweise der Durchbruch durch dieses Tief dazu führt, dass hier so ein bisschen der Markt an Fahrt aufnimmt. Und da möchte ich idealerweise schon vorher dabei sein. Man muss dann aber damit rechnen, was ich eben gerade gezeigt habe, dass eben diese Bewegung gegebenenfalls hier vielleicht nicht ganz so scharf erstmal funktioniert oder passiert, wie ich sie eingezeichnet habe, sondern dass sie nicht ganz so weit läuft. Bedeutet für mich, okay, ich kann auf jeden Fall den Stop, je nachdem, wo ich den Markt sehen möchte, den Stop schon auf Break-Even packen. Ja, wenn ich Glück habe, erholt der Markt sich eben nicht ganz in diesem Bereich, sondern vielleicht nur bis hier.
Ja, und baut dann die Kernabwärtsbewegung weiter auf, die ich eigentlich sehen möchte. Aber wichtig ist hier wieder zu sehen, wenn dieser Ausbruch kommt, man bekommt ganz oft die Möglichkeit, nochmal im Retest hier dann einzusteigen. Und dann hat man hier mit so einem Triggerkonzept, ich sage jetzt mach mal so einen kleinen Strich, ja, dann hat man hier dann, wenn der Markt zeigt, okay, ich möchte wieder fallen zur eigentlichen Kernbewegung dieser Bewegung, dann habe ich hier die Möglichkeit, oft eben reinzusteigen, habe dann die Möglichkeit, wenn ich hier einsteige, erstmal den Stop vielleicht ein Stück weiter weg, aber dann relativ zügig auf dieses Hoch nachziehen und dann ist das Risiko für die Idee schon wieder relativ klein. Wenn dann diese Bewegung, die ich annehme, eintritt, dann habe ich einen schönen Gewinn, der viele meiner kleinen Verlustrisiken rausholt. Wenn das eben nicht eintritt, dann ist es einer der Trades, die eben einen kleinen Verlust produzieren. Ja? So. Jetzt schaue ich nochmal. Ja, die US Opening Bell. Ich hatte ja eben erwähnt, dass die US Opening Bell hier heute im Webinar stattfindet. Das ist auch so. Wir schauen uns jetzt auch gleich die Indizes nochmal an. Ich starte ja meistens mit der US Opening Bell so um die 15:40 Uhr, 15:50 Uhr. Also wir gucken auch gleich hier nochmal auf die Indizes. Was ist hier aktuell interessant. Wir haben ja noch 10 Minuten im Webinar. Vielleicht überziehen wir hier auch das Webinar mal so ein bisschen nach hinten. Also wer hier noch Lust und Laune hat, wir gucken uns gleich auch nochmal den Dow Jones und den S&P an und gucken, was die Märkte machen. Wir hatten ja, ihr wisst das sicherlich, wir sind hier natürlich im Devisenradar, aber ihr werdet euch natürlich auch mit anderen Märkten beschäftigen und die Indizes haben ja stark abgegeben. Und das gucken wir uns dann auch gleich nochmal an. Ich schaue nur nochmal kurz, gibt es jetzt Kiwi, würde mich interessieren, australischer, gucken wir nochmal, australischer Dollar, US-Dollar. Und Vorlagen hier. Australischer Dollar, US-Dollar, kommt jetzt noch die Frage, werden wir uns hier nochmal kurz anschauen. Der auf dem Wochenchart auch seit Ende letzten Jahres im Aufwärtstrend ist, aber jetzt etwas stärker konsolidiert. Ja, gucken wir uns das auf Tagesbasis an. Wir hatten hier wirklich eine sehr, sehr saubere Aufwärtsbewegung. Und wenn man jetzt hier, dazu nehme ich mal mein Zeichenwerkzeug, das macht sich ein bisschen schneller. Moment. Wenn man jetzt hier diese letzte Aufwärtsbewegung sich anguckt, aufwärts, konsolidiert, aufwärts, konsolidiert, aufwärts, konsolidiert, entweder hier aufwärts oder ich würde jetzt hier die letzte Kernaufwärtsbewegung sehen. Also, wir sind sehr, sehr sauber aufwärts gelaufen. Die Konsolidierungen waren sehr, sehr schwach. Also, wir haben wirklich einen sehr, sehr starken Markt gehabt. Vorher eben hier die Abwärtsphase, aber die letzte Kernbewegung seit eben Anfang Dezember wirklich sehr, sehr stark aufwärts. Jetzt haben wir hier dieses letzte markante Moment. Dieses letzte aus dieser Aufwärtsbewegung markante Tief eben nach unten durchbrochen. Hatten hier wieder Ausbruch, hätte man traden können. Der Retest oft läuft nicht direkt bis, Entschuldigung, nicht direkt bis ran, sondern meistens, wenn der wirklich schwach ist, schafft das nicht ganz. Der Retest, um dann eben hier in die Kernabwärtsbewegung aufzugehen. Also wir sind hier aus Sicht des Tagescharts erstmal gegebenenfalls in einer Tendenz von, zeigen wir hier, von abwärts, aufwärts, abwärts. Ja? Und hätten hier definitiv das Potenzial, auch weiter zu fallen. Ja? Man muss jetzt allerdings hier auch mal ein bisschen gucken, wieder Fibonacci Retracement in diese Aufwärtsbewegung mal reinlegen, in welchen Levels wir uns hier gerade befinden, ob eben es sinnvoll ist, jetzt hier direkt die Abwärtsseite zu handeln oder man erstmal abwartet. Dafür legen wir uns mal diese Fibonacci Retracement rein, sehen, dass wir hier an dem 38er Level eben schon zum Stehen gekommen sind, jetzt eben in Richtung eventuell des 50ers laufen, was für mich jetzt wieder bedeutet, prinzipiell war eben gerade die Abwärtsbewegung. Ich würde jetzt hier aber mal abwarten, wie wir in dem 50er Retracement Level eben mit der Marke umgehen. Also hier nochmal die Abwärtsbewegung, diese Tiefs vielleicht nochmal rausholen, wie wir hier mit diesem Bereich umgehen. Ja, das würde jetzt für mich bedeuten, dass ich, kann auch mal gerne Pfeil nehmen, dass ich hier den Weg hier erstmal abwarte, wenn dieser eintritt. Ja, und dann schaue, wie verhält er sich hier? Steigt er relativ zügig wieder an oder steigt er eben nur verhalten an, vielleicht in diesem Bereich? Zeigt dann hier in diesem Bereich, nein, das sollte jetzt hier dieser Pfeil, den beachtet mal bitte nicht, sollte der dann eben hier wieder Schwäche aufbauen und so ein Trigger hier
gegeben. Dann könnte man ab diesem Punkt dann die Abwärtsseite handeln. Also hier auch gegebenenfalls erstmal wieder abwarten, weil es schon wahrscheinlich ist, dass dieser 50er Retracement-Bereich hier reagieren könnte. Ja, in einer etwas, also wie ich es hier eingezeichnet habe, etwas schärferen Korrektur. Somit, wenn man auf diese Korrekturphase weiterhin setzt, beziehungsweise sogar auf einen Trendwechsel, dann auch dieses Szenario gegebenenfalls abwarten. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier extremst weiter durchpfeifen. Ja, das ist jetzt, sehe ich jetzt für den Markt erstmal, würde ich persönlich nicht so sehen. Okay, dann schauen wir jetzt nochmal auf die US-Märkte. Wer sich da noch drauf interessiert, wir haben hier, Moment, den Dow Jones. Der Dow Jones ist ja am Donnerstag, am Freitag der vergangenen Woche wirklich stark zurückgekommen. Wir haben dann am Montag nochmal so einen extremen Sell-off gesehen. Ja, da sind auch diverse elektronische Handelssysteme aufeinander gekommen. Da sind eben viele Stops geflogen. Da sind viele Hedging-Programme angesprungen, die dann eben entsprechende Long-Positionen auch teilweise in Aktien oder in anderen Märkten eben absichern gegen fallende Kurse. Sprich, hier lagen eine Menge Stops aus dieser Aufwärtsbewegung, wo dann eben Käufer sagen, okay, jetzt haben wir eben hier viel, viel, viel Gewinn mitgenommen und irgendwann muss ich ja auch mal rauskommen. Dann kommt eben auch dieser Angstfaktor hinzu und dann entschieden sich in dieser starken Abwärtsbewegung am Montag eine ganze Menge Händler, zum einen ihre Long-Position zu schließen, was zu Short-Orders führt oder zu Verkaufsorders führt. Dann eben viele elektronische Handelssysteme, die ebenso ganz, ganz extrem auf der Long-Seite waren, hier eben enorm Geld in die Märkte geflossen ist auf der Aufwärtsseite, die dann eben auch den Notanker ziehen. Und hier reicht es dann eben immer aus, wenn dann ein größerer anfängt, ja, wenn ein größerer Hedgefonds oder ein größeres Handelssystem, was vielleicht ein paar Millionen oder gar Milliarden verwaltet, dann anfängt hier zu verkaufen. Und diese Systeme verkaufen ja dann, wenn man im Future-Bereich ist, eben nicht nur zwei oder drei Kontrakte oder im Aktienbereich dann nicht nur zwei oder drei Aktien, sondern da werden dann richtige Pakete an Future-Kontrakten, an Aktien verkauft, was dazu führt, dass dann dieser Verkauf von großen Positionen natürlich schon den Markt erstmal anfängt nach unten zu bewegen. Dann kommt am nächsten Level der nächste Hedgefonds oder das nächste System, was dann im Prinzip dort seine Verkaufsorders hat. Und dann ist das so eine Kettenreaktion. Und dann kommen noch Systeme hinzu, die sagen, Achtung, ich habe große Volatilität auf der Abwärtsseite. Ich möchte meine bestehenden Long-Positionen absichern gegen fallende Kurse und dann auch nochmal Verkaufsorders reinschmeißen. Und dann kommen hier so eine schnellen Sell-off-Bewegung zustande, die im Dow Jones mehr als 1600 Punkte bedeutet hat. Ja? Schauen wir uns das mal an. Seitdem ist Dow Jones, S&P und auch der DAX erstmal auf der Aufwärtsseite wie unterwegs. Wir haben diesen Kernbereich im Dow Jones, wo diese Abwärtsbewegung anfängt, noch nicht ganz erreicht. Aber wenn wir uns das Ganze mal im DAX angucken, und das hatte ich gestern gezeigt, da hatte ich dann auch einen interessanten Trade machen können. Da sind wir, Moment, hier in diesem Bereich, in dem 600er Bereich, das war am Montag der Bereich, wo diese Abwärtsbewegung, diese starke Abwärtsbewegung gestartet ist, die haben wir am gestrigen Tag wunderbar zurückerobern können. Wir haben am gestrigen Tag im Bereich 12.450 etwas Unterstützung bzw. Widerstand bekommen. Das hat der gestrige Tag gezeigt und ich hatte heute früh im DAX Long oder Short dann gezeigt, dass der Bereich des Eröffnungskurses beziehungsweise der Bereich der Marke von 12.450 Unterstützung darstellen könnte. Ja, und das hatte ich heute ausführlich erklärt am frühen Morgen, beziehungsweise es war so eben kurz vor 9 Uhr, dass dieser Bereich, und hier reden wir wirklich immer von Bereichen, dann eben Unterstützung darstellt und das hat wunderbar funktioniert und wir sind jetzt schon wieder 100 Punkte höher. Ja, was empfehle ich aktuell in den Märkten? Und wenn man sich hier den Dow Jones mal auf dem Stundenchart anschaut, wir sind aktuell in einer Phase, und das ist eben wirklich ein Unterschied zu den Währungsmärkten, die wir uns jetzt die ganze Zeit angeschaut haben. Wir sind hier in einer Phase von extrem hoher Volatilität. Was da bedeutet, schaut euch mal hier unten, wir sind auf dem Stundenchart. Ich habe hier unten immer in meinen Charts oder oft in meinen Charts so eine ATR drin liegen. Die misst die durchschnittliche Schwankungsbreite des Marktes auf der jeweiligen Zeitebene. Ja, und da kann man so ein bisschen eben einordnen, wo ist der Markt aktuell, in welcher Schwankungsamplitude befinden wir uns, beziehungsweise
richte hier jetzt dann auch, ob es nun im Swing-Trading-Bereich ist oder im Day-Trading-Bereich, so ein bisschen meine Stop-Größen danach aus. Und dann schaut mal, wie natürlich, wenn wir hier diese starke Abwärtsbewegung haben, wie diese ATR anfängt anzusteigen, ja, und dann eben erstmal auf einem relativ hohen Niveau blieb, auch gestern noch, und jetzt langsam, langsam wieder zurückkommt, aber immer noch nicht in diesem Normalbereich ist. Wir sind immer noch mit erhöhter Volatilität unterwegs. Und das ist eben dann auch meistens auch noch ein paar Tage nach so einer Kernbewegung der Fall. Wir sind aktuell hier im Stundenchart bei 122, bei ungefähr 130 Punkten Bewegung in der Stunde, wohlgemerkt. Ja, wenn man hier auf den Tageschart guckt, hat man ebenfalls diesen enormen Anstieg, was da aus dem Normalbereich vorher, wo der Dow Jones so um die 200, 250 Punkte, kann man hier unten mal gucken, 150, 200, teilweise ein bisschen höher, dann eben der Durchschnitt war bei 200, aber wir hatten dann auch Tage mal mit 250, 300 Punkten. Wir sind jetzt hier, der Durchschnitt ist jetzt hier auf über 500 Punkte angestiegen. Also wir haben durchschnittlich 500 Punkte Bewegung am Tag. Natürlich mal weniger und mal mehr, weil es ja ein Durchschnitt ist. Aber wir sind, was ich sagen möchte, in einer Zeit oder in Tagen mit hoher Volatilität. Und das sieht man jetzt hier heute auch wieder. Gucken wir uns das Ganze an. Ziehen das mal ein bisschen kleiner, dass wir eben dann mit hohen Volatilitäten im Daytrading-Bereich es zu tun haben, was dann eben zu der oder zu dem Hinweis führt, dass ich erstmal dazu rate, gerade wenn man eben Neuling im Traden ist, bei so hohen Volatilitäten lieber die Finger aus dem Spiel zu lassen. Weil schaut euch das mal an, wir haben hier, das ist die Eröffnungskerze hier, wir haben den Eröffnungsbereich 24.840. Ja, und sind jetzt schon über 160 Punkte innerhalb von einer halben Stunde gestiegen. Und das bedeutet, diese hohe Volatilität bedeutet, dass meine Stops auch größer werden müssen. Also ich habe dann hier wenn man im 5 Stunden, 5 oder wir sagen, bleiben wir im 15-Minuten-Chart, haben wir 70, die ATR 70, wenn man auf den 5-Minuten-Chart guckt, haben wir aktuell eine ATR von 65. Und meine Faustformel ist, dass ich mindestens die ATR auf den 5-Minuten-Chart als Stop nehme, also 65 Punkte. Ideal ist eigentlich ein Bereich zwischen der einfachen ATR und der doppelten ATR, also ein Stop zwischen 60 bzw. 65 und 130 Punkten. Stop. So. Und weil ich natürlich auch eine Chance habe von mehreren 100 Punkten, die der am Tag laufen kann. Ja, und das hat bestimmte Nachteile, zum einen psychologischer Natur, zum anderen dann auch, dass in solchen Phasen dann eben Ausführungen ein bisschen schlechter kommen können, sogenannte Slippage entsteht, weil eben der Bid- und Ask-Kurs eben öfters weiter auseinander ist bei großen Bewegungen. Das ist im Dow Jones und im S&P nicht ganz so doll zu spüren, aber im DAX zum Beispiel, der im Verhältnis zum S&P und zum Dow Jones wirklich ein geringeres Tagesvolumen hat. Da konnte man am gestrigen Tag, ich habe da auch mal so ein Video mitgeschnitten gestern, am gestrigen Tag konnte man beobachten, wo die Volatilität ebenfalls im DAX relativ hoch war, dass wir teilweise einen Spread von 4 bis, was ich selbst beobachtet habe, waren 4 Punkte Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufskurs, der permanent ja geboten und also Angebot und Nachfrage, was ja permanent am Markt da ist schon der Unterschied 4 Punkte gewesen. Was bedeutet, wenn ich hier einen Stop setze, dass ich durchaus eine Ausführung 6, 7 Punkte schlechter bekommen kann, als ich es möchte. Also wenn ich 30 Punkte Stop habe, 35 Punkte Stop vielleicht habe, dass ich dann eben trotzdem mit 40 oder 42, 43 Punkten minus ausgestoppt werde. Und das ist einfach ebenfalls ein Terrain, wo ich mich persönlich nicht so gern drin tummle. Und von daher rate ich hier tendenziell eben von aggressiven Handlungen in den Indizes aktuell ab. Gut, schaue ich noch mal kurz. Ja, der Chris wollte eigentlich noch dazukommen, aber es scheint nicht so zu sein. Er wird wohl länger in dem Call hängen. Von daher soll es das jetzt auch heute von meiner Seite aus gewesen sein. Ich habe mich gefreut, hier mit euch diverse Märkte mal zu begutachten. Dann eben auch aus meiner Sicht denke ich, dass ihr den einen oder anderen, die ein oder andere Herangehensweise dann auch meine Sichtweise mal bekommen hat. Und ganz wichtig ist hier wirklich, achtet darauf, dass der Einstieg beim Trading ist gerade mal 20%. Gerne analysieren. Analysiert man die Märkte und analysiert und analysiert und macht da eine halbe Doktorarbeit draus. Im Endeffekt ist alles, was danach kommt, und davon habe ich versucht, auch heute mal so einen kleinen Einblick euch zu geben, was dann eben passiert, wenn ich dann einsteige in den Markt, dass ich dann ein Trade Management abfahre, und das Trade Management ist eben ungefähr 50% des Tradings. Alles, was nach dem Einstieg bis zum Ausstieg passiert, und dann natürlich auch Positionsgrößenmanagement, Risikomanagement,
Das sind eigentlich die Kernpunkte beim Traden. Die Überlegung an sich, im Prinzip einzusteigen in einen Markt, die sollte natürlich passieren, weil ich natürlich für mich auch diese Analyse, die ich betreibe, für mich ja auch unterstützender Natur ist, dann auch an diesen Trade zu glauben, um dann eben nicht irgendwelchen Mist zu bauen, wenn ich in dem Trade drin bin. Aber ich habe mir über die letzten Jahre wirklich angewöhnt, einfach relativ stumpf dann, wenn ich im Markt drin bin, einfach darauf zu gucken, bin ich im Minus, bin ich im Plus, wie weit war ich schon im Plus, wie weit ist mein Stop weg gewesen, kann ich jetzt eben Stop-Anpassungen machen, kann ich im Verlust eventuell ausscalen, kann ich eventuell pyramidisieren, bin ich dann schon antizyklisch unterwegs oder prozyklisch unterwegs, sollte ich vielleicht mit Take-Profit arbeiten, sollte ich ohne Take-Profit arbeiten und so weiter. Diese ganzen Fragen im Nachhinein dann zu beantworten, wenn ich im Trade drin bin, die sind viel, viel wichtiger als der Einstieg an sich. Und somit habt ihr heute mal eben auch nochmal zusätzlich einen Einblick dazu darüber bekommen, wie ich so an die Märkte rangehe, wie ich die Märkte analysiere. Sicherlich den einen oder anderen Markt, wenn ich dann auch reingehe, nochmal ein bisschen genauer, um das noch ein bisschen so Feintuning sozusagen zu betreiben. Aber es ist keine große Doktorarbeit, die ich hier jedes Mal, wenn ich mir Märkte oder Situationen angucke, die ich dann hier betreibe. Ich wünsche euch good trades. Passt auf die Stops auf, passt gerade in den Indizes auf, dass ihr eben hier aufpasst, nicht zu hohe Positionsgrößen zu handeln, wenn ihr da drin unterwegs seid. Eben die Stops müssen ein bisschen größer sein. Also von daher, ich wünsche euch good trades, viel Erfolg. Nächste Woche dann höchstwahrscheinlich wieder mit dem Chris Kämmerer oder mit mir. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne eben auch am Morgen zum DAX Long oder Short mit mir. Natürlich auch im Morning Meeting mit Jens Klatt. Natürlich auch jeden Morgen mit dem Chris Kämmerer das Devisenradar als Livestream. Und natürlich zum Nachmittag dann mit mir nochmal die US Opening Bell, die wir heute so ein bisschen abgekürzt hier im Webinar gemacht haben, was natürlich sonst dann immer bedeutet, dass wir noch ein bisschen detaillierter drauf gehen, dass ich dann auch den ein oder anderen, das ein oder andere Setup eben so formuliere, wie ich so denke. Und das haben wir jetzt hier natürlich heute etwas abgekürzter gemacht. Also, ich wünsche euch gut Trades, einen schönen Nachmittag, bis zum nächsten Mal, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.